Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Alle glauben uns, was wir über die Zukunft erzählt haben, nur einer will es noch nicht so ganz wahrhaben. Welches dieser hier anwesenden Pokémon könnte das nur sein? Schwere Frage. Wir sind uns nicht alle einig, oder etwa doch? Wir haben keine Probleme mit der Geschichte. Aber vermutlich ist Plauderguy nicht überzeugt. Oh, ist das alles? Macht euch über Plauderei keine Gedanken. Wie bitte? Plauderei ist überzeugt, richtig? Wie bitte? Weil Plauderei die Geschichte von Itoshki von Anfang an geglaubt hat. Richtig, Plauderei? Plauderei? Was? Plauderei geht lieber mal eine Runde schwimmen. Wie seltsam. Nun, Guildmaster, dich kann man einfach nicht täuschen. Ich gebe es zu. Ja, ich habe Naki und Itoshki ihre Geschichte von Anfang an geglaubt. Was? Wirklich? Aber wenn ich sofort gesagt hätte, dass ich ihnen glaube, dann wären mir einfach alle gefolgt. Was soll das alles? Darum habe ich dagegen argumentiert. Ich wollte eure Freundschaft auf die Probe stellen. Jo, jetzt redet er sich ganz geschickt da mal raus. Meine Güte, ganz bestimmt. Aber ohne Zweifel war ich von der ersten Minute an überzeugt. Ich wusste, dass sich alle ihren Kollegen glauben würden. Ja, sagst du. Boah, du verrückter Vogel. Nagi, Itoshki, ich glaube euch. Ihr seid meine guten Freunde und Gildenkollegen. Jetzt hört mal alle zu, Leute. Die Zeit bleibt an immer mehr Orten stehen. Wenn ich die Geschichte von Itoshki richtig verstanden habe, dann ist unsere Welt in Gefahr. Das bedeutet, wir müssen handeln. Unsere Zeit ist gekommen. Im Namen der Knuddeluft-Gilde. Wir werden unsere Kräfte vereinen. Wir werden das verborgene Land entdecken. Das machen wir, Leute. Hurra! Plaudergeil? Jawohl. Aha. Okay, Leute. Ab sofort widmen wir unsere Arbeit der Entdeckung des verborgenen Landes. Wir müssen außerdem alle wissen lassen, was in unserer Welt geschieht. Es wird hektisch. Wir müssen alle hart arbeiten. Ich werde das ganz sicher. Ich schaue mal an Schatzstadt vorbei. Ich werde die Neuigkeiten überall verbreiten. Donnerwetter. Ich gehe auch. Wir müssen Turbo zu seinen Freunden informieren. Falls sie wieder zurück an ihren Seen sind, könnten sie versuchen, Reptan aufzuhalten. Hey, dann werde ich es ihnen erzählen. Okay, ihr anderen sucht bitte nach dem verborgenen Land. Ja! Belizas und Flora und ihr anderen, wenn ihr fertig seid, sammelt bitte Informationen zum verborgenen Land. Ja, natürlich. Wir beeilen uns. Wir werden das verborgene Land zusammenfinden. Luffy! Hurra! Alles klar. Zeigen wir, dass wir Mumm in den Knochen haben. Hey! Jetzt sind wir wieder alle guter Dinge. Es tut mir leid, dass ich keine Informationen zum verborgenen Land habe. Aber vielleicht weiß der weise Kurtel, der Dorfälteste, etwas. Kurtel? Der Dorfälteste? Irgendwie sagt mir das was. Das ist das älteste und weiseste Pokémon von Schottschott. Er liebt die heiße Quelle, deswegen hält er sich immer dort auf. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass wir ihn bei der heißen Quelle finden werden. Oh, ich erinnere mich. Da waren wir doch schon mal. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen? Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Der ist das! Dieses nette alte Pokémon, das wir getroffen haben. Ihr solltet euch die Weisheit seiner Jahre zu Nutzen machen. Fragt Kurtel um Rat. Als wir das erste Mal zur heißen Quelle gegangen sind, mussten wir durch die Wasserfallhöhle, Nagi. Gehen wir! Vorwärts zur heißen Quelle! Aber zuerst! Es wird spät und außerdem, ihr müsst Hunger haben! Huch! Huch! Mein Magen hat geknurrt. Deiner auch.
Ihr solltet zu Abend essen. Und dann solltet ihr ordentlich schlafen. Morgen können wir uns alle an die Arbeit machen. Hey, der Magen von Nagi hat schon wieder geknurrt. Habt ihr das gehört, Leute? Urkomisch, Nagi. Dein Magen hat wohl Palipalim angeknurrt, was? Yay, und jetzt sind da wieder drei freie Teller. Zum Glück. Ihr wisst ja, wer da vorher saß. Oh, schon wieder Vollmond. Was für ein Zufall. Es ist so lange her, dass wir in diesem Zimmer waren. Ich habe endlich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Weißt du, ich bin froh, dass alle unsere Geschichte glauben konnten. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals. Lass uns morgen zu Kurtel gehen und ein paar Informationen von ihm besorgen. Machen wir morgen weiter, Nagi. Yep, das machen wir. Der nächste Morgen bricht an. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Oh nee, ich hab das überhaupt nicht vermisst. Morgen, Nagi. Jo, so sind wir schon lange nicht mehr geweckt worden. Die Musik haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Oh, und diesmal gibt es etwas früher als sonst einen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Video hier wieder. Bis dann!